Topfgucker TV empfiehlt. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Robert Thienagel. Heute zeige ich Ihnen eine Abwandlung des österreichischen Kartoffelprodukts Kröschel, und zwar in Verbindung mit Garnelen, Pfifferlingen und Schalotten. Beim Tiroler Kröschel ist es wichtig, dass alle Zutaten einzeln gegart werden, nebeneinander, nacheinander und erst zum Schluss in einer Pfanne zusammengegeben werden. Normalerweise ist das Kröschel nur bestehend aus Speck, Kartoffeln, Ei. Wir machen heute mal eine wirklich schicke Variante davon. Die Pfifferlinge kommen in die Pfanne, werden kurz entwässert. Es geht jetzt nicht darum, dass wir sie braten, sondern erstmal ganz kurz nur die Flüssigkeit entziehen. Sie hören es schon. Es zischt, es dampft. Nebenher die Kartoffeln anbraten. Bei den Gerichten ist immer ganz wichtig, immer schwenken, nie rühren. Dann wird es nur kaputt machen. Die Garnelen werden kurz mariniert. Ganz einfach. Pfeffer, Salz. Zitrone. Sie sehen, es sicht, es dampft. Hier vorn haben wir dann die große Pfanne, in der das Gericht zusammengefügt wird. Gehen wir her. Der Schinken, kalte Butter, Schalotten, nicht zu klein geschnitten. Die Garnelen bitte nicht übergaren. Man sieht es in der Mitte noch glasig. Ziehen wir einfach beiseite. Trocken schmecken sie nicht. Die Pfifferlinge, Sie sehen, die Flüssigkeit kocht ein, verdampft. Zurück bleibt wirklich der schiere Pilz. Und die Flüssigkeit geht wieder in den Pilz zurück, der Geschmack. So dass sie bloß richtig schön fest und geschmackvoll gehaltvoll werden. Ich habe bei den Kartoffeln noch ein bisschen Butter zugegeben. Eine wunderschöne Farbe. Bratkartoffeln brauchen immer Platz und Ruhe. Auch nicht zu rühren, schwenken. Wichtig. Da beginnen wir jetzt nach und nach. Die Zutaten. Alles Gericht. Ein. Anfangs besorgte Zuckerschoten kurz blanchieren. Das ist eine Sache von Sekunden. Zuckerschoten gießen wir ab. Brauchen wir gar nicht eiskalt abspülen, weil die eh wieder in der Pfanne landen. Das geht man zu. Kräuter, ganz klar. Und ein Schnittlauch. Bei den Kräutern sind wir weder sparsam noch wederisch. Ich habe einen Kräutermix aus Majoran, Oregano, Basilikum. Schneiden wir grob. Jetzt auch mit zu. Kräftig würzen. Und das ist unser Kartoffelgarnelenkröschel. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.